Hey ho, ihr Lieben. Willkommen zu meiner nächsten Therapiesitzung. Heute misten wir Foundations aus. Und das ist... Also, ich sag dir bereits, bei den Primern verlinke ich euch, bei den Concealern verlinke ich euch, bei den Pinseln verlinke ich euch, dass es für mich sehr schwierig ist, mein Make-up auszusortieren, dass ich sehr an meiner Sammlung hänge. Ich bin da tatsächlich ein richtiger Sammler. Das bedeutet natürlich auch, dass man gerne viele schöne Sachen hat. Aber ich muss einfach sagen, gerade bei Foundations, es müssen ein paar weg. Hier wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass ich großartig welche verkaufe. Vielleicht so ein, zwei schon. Aber es werden natürlich auch viele im Müll landen. Ja, es gibt so ein paar, die sind wirklich auch alt und die dürfen dann weg. Und wenn ihr sehen wollt, wie meine Sammlung aussieht und was ich alles wegtue, dann bleibt dran. Jetzt geht die Welt los. Ein Schätzchen an, wo ich genau weiß, dass ich definitiv behalte, und das ist einmal die Becca, ich muss immer lesen, bei der muss ich immer lesen, Aqua Luminous Perfecting Foundation bleibt. Genauso bleibt die Clinique Beyond Perfecting Foundation, wobei ich sagen muss, dass die Farbe da nicht so 100% ist, aber bei Clinique ist das eh unheimlich schwierig, hier in Deutschland an die schöne Farbe dran zu kommen. Bleiben wird auch die Born This Way von Too Faced. Ich bin bis heute nicht so sicher, ob ich die Foundation besonders mag. Es ist so, ich teste sie, jedes Mal, wenn ich sie benutze, teste ich sie aus quasi. Ja. Kann ich, weiß ich auch nicht. Dann habe ich hier etwas, und zwar Becca Ultimate Coverage Foundation. Das ist eine Probe, wie ihr sehen könnt. Und zu der will ich noch nicht so viel sagen, aber sie hat mich, ich habe sie neulich mal in einem Video getragen und auch ein paar Tage danach nochmal, ziemlich doch sehr überrascht. Und es könnte durchaus sein, dass ich sie mir in Full Size kaufe. Mal sehen, es ist spannend. Dann habe ich zweimal MAC Studio Fix Fluid. Da sind die Deckel von der Estee Lauder Foundations drauf. Weil die Pumpis davon habe ich auf die Estee Lauder Foundations gemacht. MAC Studio Fix Fluid. Ich habe die Farbe NC15 und NC20. Ich bin so ein bisschen dazwischen. Eher NC15 als NC20. Sind beides Foundations, wo nicht mehr viel drin ist, die ich gerne aufbrauchen möchte. Und ja, die sind sau alt, aber die sind noch gut. Die sind super. Also ich habe kein Problem mit denen irgendwie, dass sie stinken oder die stinken ja immer. Das Studio Fix Fluid stinkt ja wie Schwein. Also dann bleiben wir bei MAC. MAC habe ich die Face and Body, über der ich mich bin da noch nicht so sicher, was ich dazu sagen soll. Die Waterweight, eine meiner Lieblingsfoundations, bleibt natürlich. Dann habe ich hier zweimal Armani, einmal die Luminous Silk Foundation. Ich habe übrigens die Farbe 4. Ganz ehrlich, die Liebe, die alle zu dieser Foundation entwickelt haben, habe ich nicht. Ich werde sie irgendwie aufbrauchen, es ist nicht mehr viel drin, es ist nicht so der Hit. Und die Maestro Glow, wer mich kennt, weiß, ich liebe diese Foundation. Dann habe ich die Estee Lauder Double Wear Nude, das ist diese leichte. Und die Estee Lauder Double Wear. Ich habe zwei verschiedene Farben hier. Die Original Double Wear habe ich in 2N1 und die andere habe ich in 1N2. Ihr seht auch, die Nude ist etwas heller als die. Die Nude finde ich geil, die Original, ja, auch irgendwie geil. Also, ich weiß es nicht so genau. Wisst ihr, das kommt davon, wenn man so viel Foundations hat, dass man gar nicht richtig dazu kommt. Manche sind nicht mal richtig ausgetestet. Die sind halb ausgetestet.
Doch scheiße, oder? Dann habe ich, ganz ehrlich, ich bin tatsächlich bei Foundations, habe ich so viele High-End-Foundations nicht. Das war's mit meinen High-End-Foundations. Jetzt kommt nur noch Drogerie. Stellt euch das mal vor. Und zwar habe ich Catrice HD Liquid Coverage und HD Liquid Radiance. Beide bleiben. Bei der hier, weiß ich, also sie ist schon für mich recht trocken. Wenn ich aber mit Ölen arbeite und so, ist die ganz gut. Und das ist ja hier die neue, die habe ich ein paar Mal getragen und jeweils hat sie mir gut gefallen. Also es sind beides recht gute Foundations, muss ich sagen. Die bleiben natürlich. Kommen wir zu LA Girl, die Pro Coverage Foundation. Habe ich in drei Tönen, weil die Farbe einfach nicht, keine Farbe hat gepasst. So habe ich jetzt am Ende drei, ja. Ich mag die Foundation, ich trage sie hin und wieder sehr gerne. Die bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich eine Foundation, die letztes Jahr ziemlich häufig in meinen Favoriten gelandet ist. Das ist die Wet n Wild Photo Focus Foundation. Auch hier habe ich zwei Farben. Ist so ein bisschen blöd. Super Foundation. Total toll. Glaube, sollte ich morgen mal wieder tragen. Dann habe ich die L'Oreal Perfect Match in der Farbe 1.5N. Die ist mir ein bisschen zu hell, ist aber eine sehr schöne Foundation. Wirklich sehr schön, die bleibt. Dann habe ich die Superstay 24 Hours Full Coverage Foundation von Maybelline. Der Ton ist nicht so ganz meins. Auch hier ist mir ein bisschen zu rosa und ich muss aber sagen, ich habe sie erst einmal probiert. Ich würde sie, bevor ich sie weggebe, nochmal ausprobieren. Vielleicht landet sie im Nachhinein dann noch in meinem Insta-Sale, den ich euch hier mal reinschreibe. Die würde ich gerne nochmal ausprobieren. Ich glaube, ich habe die erst ein- oder zweimal ausprobiert. Ich würde es nochmal testen. Die bleibt. Dann habe ich die Maybelline Dream Satin Liquid. Die finde ich ganz gut. Die bleibt. Und die Love Even Elixir Serum Foundation bleibt auch. Die fand ich auch, ich weiß noch nicht so genau. Ich fand die, glaube ich, mittelmäßig, aber ich würde sie gerne nochmal ausprobieren. Die Milani Conceal and Perfect, die habe ich neulich erst getragen und dachte so, oh, schicki, ich sehe gut aus. Die bleibt auf jeden Fall. Dann, es sind nicht mehr viele, die bleiben, Leute. Haben wir den Revlon Photo Ready Insta Fix Stick Foundation, habe ich in drei Varianten, drei Farben, weil ich das sehr gerne mochte und letztes Jahr auch ziemlich häufig in meinen Favoriten hatte. Schöne Stick Foundation, muss ich sagen. Und dann habe ich noch eine Stick Foundation, die Makeup Revolution Fast Base Stick Foundation in F2, ist mir leider viel zu hell. Sie ist extrem cremig. Ach, ich weiß nicht. Auch die probiere ich nochmal aus. Aber die würde ich auch, glaube ich, gar nicht weiter verkaufen oder so, wenn dann entsorgen, weil die sieht schon so abgeschäbelt aus. Dann habe ich die Full Cover Camouflage Foundation. Leider in F2 ist mir zu hell. Aber ich würde sie gerne nochmal behalten. Und wisst ihr, die Farbe ist mir zu hell. Die darf gehen. Sie darf gehen. Die ist ganz geil. Also ich habe im Moment sowieso einen leichten Hang zu so Full Cover Foundations. Ich weiß gar nicht, warum das eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist. Aber sie ist mir einfach zu hell. Ich würde eher dann überlegen, wenn ich sie nochmal austeste, sie mir nochmal in einer dunkleren Farbe zu holen. Deshalb darf sie jetzt erstmal bleiben. Dann habe ich etwas, was jetzt nicht unbedingt eine Foundation ist, sondern das ist ein Foundation Mixer Illuminating. Das ist auch von Makeup Revolution. Das ist so ein leichter Glow und tatsächlich ein ganz schöner Glow. Also kein Glitzer oder so. Man kann damit seine Foundation so ein bisschen aufhellen. Ich finde, gerade wenn man so eine Full Coverage Foundation hat, kann man sie damit so ein bisschen strecken. Gutes Produkt. Finde ich schon gut. Ja. Genauso wie die Makeup Revolution Foundation Drops. Ich habe drei Stück. Die Farbe F2, F10 und F6. Einfach so ein bisschen zum Rummischen. Sehr schöne Foundation. Ich mag die sehr gerne, wirklich. Also die solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Und natürlich bleibt die, das ist ganz klar. Trage ich auch immer wieder gerne. Kommen wir zu den Foundations, die gehen dürfen. Und da fangen wir einfach mal an mit Maybelline Fit Me. Ich habe die in zwei Farben. Einmal in der 120 und in der 105. Ich mochte die ganz gerne. Die 120 ist auch nur noch halb leer. Die 105 ist noch so gut wie voll.
finde, ihre Haltbarkeit ist nicht so genial und ich benutze sie einfach nicht. Deshalb darf sie gehen und ich werde sie auch verkaufen, weil sie sind beide aus dem letzten Jahr. Die kann man ruhig wirklich noch sehr gut benutzen. Dann kommen wir zur Revlon Colorstay Foundation. Ich habe ja die Farbe 220. Die sieht scheiße gerade aus in der Verpackung. Die muss ich auch mal sauber machen. Die geht auf jeden Fall, weil ich habe so viel von der erwartet. Das ist die Normal to Dry übrigens. Es gibt ja einmal in Normal to Dry und einmal in Oily oder so. Ich finde sie überhaupt nicht toll. Sie hat mich nicht überzeugt. Die darf gehen. Die werde ich auch verkaufen. Genauso wie die Revlon Photo Ready Airbrush Effect. Die ist auch voll, ihr seht es. Also die habe ich zweimal oder so benutzt. Leider finde ich, dass da so Mini-Glitzerpartikel drin sind, was mir überhaupt nicht gefällt. Deshalb werde ich auch diese verkaufen. Und ich werde auch verkaufen die Fresh and Fit Awake Make-up Healthy Glow von Essence in der Farbe 10 Fresh Ivory. Auch einmal benutzt, getestet für ein Video, glaube ich. Weiß nicht mal mehr, ehrlich gesagt, so uninteressant war die Foundation für mich. Deshalb geht die weg. Die Revolution Pro habe ich euch ja gerade gezeigt. Die Full Coverage, die geht ja auch weg. Und dann geht auch weg L'Oreal Perfect Match Minerals. Dieses Mineralpuder. Weil, sieht schon so schäbig aus. Dabei ist es, ihr seht es, ist im Grunde ist es voll. Ja. Aber auch das, ich muss einfach sagen, ich benutze keine Mineral Foundations. Ich hatte mal eine Zeit lang, habe ich das gerne gemacht. Ich habe ja auch die von Bare Minerals. Aber irgendwie, nö, ich würde sie abgeben. Wo ich gerade Bare Minerals sage, fällt mir auf, dass ich noch in meiner anderen Schublade ein paar Foundations habe. Nämlich die Bare Minerals Original in Light und in Fair. Die habe ich eine Zeit lang extrem geliebt. Da ist auch nicht mehr viel drin. Die bleiben aber auf jeden Fall. Und in der Schublade waren auch Isana Perfect Tint Anti-Rötung Tagescreme und Rival de Loup Perfect Tint Anti-Rötung Tagescreme. Ist die gleiche, die ist neu, die ist alt, die alte kommt weg. Aber die ist übrigens ziemlich geil, ich mag die sehr gerne. Ich finde die toll. Bleiben wir bei BB Creams, da habe ich einmal die IT Cosmetics CC Plus Illuminate. Ja, die glitzert. Also, ja, die glitzert einfach. Also, werde ich sie jemals noch tragen? Sie ist irgendwie schön, aber sie glitzert. Ich trage sie noch einmal und wenn sie mir dann wieder nicht gefällt, werde ich sie in meinen Insta-Sale packen. Und die Original CC Plus hier in so einer kleinen Reisegröße, da habe ich leider die Farbe Light, die ist mir minimal grenzwertig von der Farbe. Im Sommer konnte ich die ganz gut tragen, die bleibt auf jeden Fall. Und die Misha BB Cream habe ich auch in der Farbe 21. Die könnte auch ein bisschen dunkler sein, aber die ist okay. Also die behalte ich auch auf jeden Fall. So, machen wir weiter. Dann habe ich Maybelline Fit Me Anti-Shine Stick zweimal, die beiden in der Farbe 220 und in der Farbe 355, den hatte ich mir mal zum Konturieren geholt. Die beiden kommen auf jeden Fall in den Müll, weil die sind so unfassbar alt, also die sind so was von alt, 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 deshalb kommen die in die Tonne. Dann kommt auf jeden Fall weg NYX CC Cream, die ist so unglaublich alt, die kommt weg. Und da hatte ich noch was von NYX, genau, die BB Cream, die kommt auch in die Tonne, die sind beide schweinisch alt, die möchte ich nicht mehr verkaufen, die möchte ich auch nicht mehr benutzen, deshalb kommen die weg. Dann die Garnier BB Cream, das ist diese hier, das ist die Combination to Oily. Ich habe die mal eine Zeit lang gerne gemocht und ich weiß auch, dass das hier mein Backup ist vom letzten Jahr, weil ich das nochmal ausprobieren wollte. Am Ende ist es so, sie steht rum, sie ist voll, ehrlich voll, wirklich voll und die möchte ich gern verkaufen. Dann habe ich hier noch von Essence Coast and Chill Make-up Lightning Drops, die würde ich auch abgeben, benutze ich einfach nicht. Und auch den L'Oreal Infallible Longwear Shaping Stick in der Farbe 100. Das ist der hier. Das ist, ich glaube, das ist der hellste. Einmal benutzt. Verkaufe ich gerne.
Und auch das Manhattan Wake Up Make-up in der Farbe Soft Ivory. Das ist diese Glowy-Variante. Gebe ich ab, habe ich einmal benutzt, hat mich nicht umgehauen und das ist auch wirklich vom letzten Jahr und von diesem Jahr. Wir sind ja schon Ende des Jahres. Also es ist von diesem Jahr natürlich, genauso wie die sind einige. Alles, was ich letztes Jahr gesagt habe, ist dieses Jahr, außer vielleicht die Revlon-Geschichten. Damit wir es richtig verstehen. Dann gebe ich ab, bleiben wir mal bei Manhattan. Einmal. Geht's dir gut, Hundi? Einmal Endless Perfection Breathable Make-up. Das ist das hier. Das ist dieses mit diesem Riesenapplikator. Gebe ich ab. Sah auf meiner Haut nicht besonders schön aus. Und ich gebe ab das Manhattan Endless Perfection Make-up, das normale, aber das wird in die Tonne wandern, weil das ist wirklich sehr alt. Wirklich sehr alt. Das wird in die Tonne gehen, das will ich nicht mehr verkaufen. Dann habe ich Rival de Loup BB Perfection Beauty Balm Anti-Rötung müde Haut. Auch der kommt in die Tonne, den mein kleiner neuer Hund dreht unten verlaugert. Das war scheiße und das will ich auch nicht verkaufen. Das kommt weg, es ist so alt, ich weiß nicht mehr, von wann das ist. Dann Alverde Pure Beauty BB Cream in Hell. Habe ich ein einziges Mal benutzt, weiß ich ganz genau, fand ich total schlecht für mich. Ist aber voll nur einmal benutzt, nur weil es mir nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass es euch nicht gefällt. Deshalb kommt es zum Verkauf. Und dann habe ich, oh, was habe ich denn hier noch alles? Trend It Up Sheer Nude Make-up, natürlich und seidig, einmal benutzt für ein Full Face of First Impressions, nee, für ein Full Face Trend It Up, war nicht besonders toll, darf gehen. Revolution, The One Foundation, übel, Tonne. Zweimal, dann habe ich zweimal The Ordinary, einmal die Serum Foundation und die Coverage. Wisst ihr was? Die Coverage, die behalte ich nochmal, weil ich ja im Moment so auf Serum, deckende Foundations stehe. Behalte ich die mal und probiere die nochmal aus. Aber die Serum Foundation darf gehen. Ich fand die nicht besonders toll und die ist bei mir jetzt noch so zwei Drittel voll. Die würde ich verkaufen. Vielleicht möchte sie ja noch jemand haben. Dann habe ich Balea Ter Perfection, kommt in die Tonne, wer will das auch noch kaufen, also von daher, das kommt weg, das war nicht besonders doll, es darf gehen. Dann Pixi Illuminating Ter and Conceal, tja, das ist ein Tinted Moisturizer mit so einem Concealer-Aufsatz. Habe ich zweimal benutzt, hat mich nicht umgehauen, würde ich euch gerne abgeben. Dann kommt etwas, was auf jeden Fall in die Tonne darf, Infallible Matte von L'Oreal. Die ist so unglaublich alt, die darf in die Tonne. Die Fit Me Matte & Poreless habe ich hier in drei Farben. Einmal in der 105, in der 120 und in der 220. Alle drei sind einfach... Ja, ich würde sie einfach als Set, vielleicht will sie noch jemand haben, sie sind noch gut, sie sind nicht alt, sie sind nicht schlecht. Ich würde sie einfach verkaufen, muss man nicht wegtun unbedingt. Dann habe ich hier Manhattan, dann habe ich Manhattan Fresher Skin Breathable Foundation. Die sieht so kacke aus im Pfännchen. Die kommt auf jeden Fall in die Tonne. Die werde ich nicht mehr verkaufen und ich benutze sie auch nicht mehr. Also von daher darf sie einfach weg. Kommen wir zur Physicians Formula Youthful Wear Spotless Foundation. Die, das weiß ich, die habe ich ungefähr zweimal benutzt. Ich glaube, beim ersten Mal fand ich sie geil, beim zweiten Mal fand ich sie scheiße und dann habe ich sie nie wieder benutzt. Dementsprechend, ich würde die gern verkaufen. Vielleicht gefällt die jemandem, die ist im Grunde auch voll. Ja.
Essence Insta Perfect Liquid Make-up in der Farbe 30. Wenn ihr mein Video dazu gesehen habt, wisst ihr, dass sie mir nicht gefallen hat. Ich habe sie ein einziges Mal für das Video benutzt und nicht das Bedürfnis, sie jemals wieder zu benutzen. Dementsprechend darf sie gehen. Kommen wir zu einem Produkt, wo es mir schwerfällt, darüber zu sprechen. Die Urban Decay All Nighter Foundation in der Farbe 2.0. Und ihr seht hier, sie ist noch dreiviertel voll. Ich möchte sie gerne abgeben. Für mich hat sie nicht funktioniert. Jedes Mal, wenn ich sie benutzt habe, hat es mir nicht gefallen. Und ich möchte sie jetzt auch nicht mehr benutzen. Und dementsprechend darf die gerne jemand anders von euch ausprobieren. Den Concealer habe ich ja auch bereits aussortiert. Findet ihr in meinem Instagram-Sale-Account, ja. Dann habe ich noch ein Produkt, wo es mir irgendwie auch schwerfällt, es abzugeben, wo ich so wirklich... Aber ich benutze es einfach nicht und ich möchte, dass es jemand anders benutzen kann und ausprobieren kann. Das ist der Cover FX Custom Cover Drops in der Farbe Gelb G20. Das ist eine schöne Farbe, muss ich sagen. Und zwar sind das Drops, die ihr zu eurer Foundation oder eurer Tagescreme oder eurem Tinted Moisturizer oder eurem Sonnenschutz, was weiß ich, dazugeben könnt. Es ist im Grunde sehr stark pigmentierte Foundation, kann man so sagen. Und man kann dann überall quasi Deckkraft hinzufügen. Das funktioniert auch, aber ich benutze es einfach nicht. Alles, was man so reinmischt und... Ah, das ist irgendwie nicht so ganz mein Ding. Deshalb, ich habe auch keine Lust, das so auszuprobieren und in die Foundation zu mischen und in den Moisturizer. Und nee, das ist nicht so mein Fall. Deshalb möchte ich das abgeben. Ich habe das zweimal benutzt, wenn es hochkommt. Vielleicht dreimal. Und ich möchte es gerne verkaufen. Und das ist einfach schade, wenn das in meinem Schrank jetzt verrottet. Nicht wahr? Kommen wir zu einem Stückchen. Lass uns eine Schweigeminute einlegen. Ich bin so enttäuscht. Ja. Die Hourglass Vanish Stick Foundation. Ihr seht, ich habe sie ein paar Mal getestet. 4, 5 Mal vielleicht. Und da ist auch noch eine Menge drin. Ich will euch das mal zeigen. Jetzt kriegst du nicht wieder reingedreht hinterher, ne? Also sie ist im Grunde fast voll, ja. Und bitte, ich gebe sie euch gerne ab. Ihr dürft sie gerne ausprobieren. Hier ist sie, so sieht sie aus. Ein bisschen ist raus. Sie sitzt überhaupt nicht auf meiner Haut. Und das ist egal, womit ich es probiere. Ob ich es mit einem Beauty Blender, mit einem Schwamm. Es gefällt mir einfach nicht. Und da ist es natürlich so, ihr seht, das Internet ist voll von Lobpreisungen über diese Foundation. Deshalb denke ich, macht es einfach mehr Sinn, wenn so viele Leute sie mögen, dann darf sie bei mir gerne wieder ausziehen, weil ich möchte nicht, dass sie hier vergammelt. Und ich benutze sie nicht. Ich habe es jetzt nochmal versucht vor einer Woche oder so und es hat mir wieder nicht gefallen. Es ist einfach nicht meine Foundation und deshalb würde ich sie gerne an euch weitergeben. Das war das letzte Stückchen. Also Foundation war hart für mich. Wirklich, war wirklich eine schwierige Sache. Ich liebe Foundations und es ist irgendwie krass, wie viele jetzt echt gehen durften. Also es sind sehr viele, die ich nicht mal, wenn ich jetzt gucke auf den Stapel, die ich wegschmeiße, weil sie alt sind, und der Stapel, den ich weggebe, weil ich es nicht benutze und ich nicht möchte, dass es alt wird, da ist der Stapel schon größer. Also ich bin schon ganz stolz auf mich. Meine Schublade ist wieder relativ leer und ich kann neue Foundations kaufen. Leute, das ist das Ende des Videos. Ich werde jetzt so langsam die Sachen alle fotografieren und in meinen Instagram-Sale-Account packen. Und guckt euch die Sachen in Ruhe an. Vielleicht möchtet ihr was haben. Das ist das Ende des Videos und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Was haben wir denn noch? Ich glaube, mein Hundi hat Durst. Hast du Durst? Rocco, hast du Durst? Soll ich dir was zu trinken holen?
Ich glaube, hä? Ich hole dem Huni mal was zu trinken. Ein trinkender Hund. Coco, was ist denn? Warum regst du dich denn so auf, Schatz? Mein Baby, Leute, mein Babyhündchen. Muss ich wirklich sagen.